Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Mark Hagenbeck. Mark Hagenbeck ist ja auch bekannt. So, wir haben heute den 14. Juni. Zumindest meiner Mutter. Und am 14. Juni, also bekannt deiner Mutter, ja. Genau. Ja. Am 14. Juni haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Ja, am 14. Juni 1982 hat Lang Lang Geburtstag. Der Pornodarsteller. Und ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Sonst hätte ich ihn nämlich jetzt gebracht, aber ich wusste genau, dass du ihn bringen würdest. Nein, Lang Lang ist ein chinesischer Pianist, der mit seinen internationalen Konzertauftritten Anfang der 2000er Jahre weltweit bekannt wurde. Also der Pianist Lang Lang, der eigentlich Kurz Kurz heißen müsste. Ja, ist der Bruder von Long Dong. Ja, und deswegen müsste er Kurz Kurz heißen. Kurz Kurz, ja. Ja. Am 14. Juni ist aber auch 1985 die Unterzeichnung des Schengen-Abkommens stattgefunden. Ja? Schengen-Abkommen ist Deutschland, Frankreich, Benelux-Staaten. Das bedeutet, dass die Passkontrollen innerhalb dieser Staaten weggefallen ist. Oh. Ja, genau. Das war ein Riesenglück für uns, ne? Da haben wir ein bisschen weniger Stress. Richtig. Und im Laufe der nächsten Jahre sind dann halt 10 weitere Länder noch hinzugefügt worden. Das heißt also, das Schengen-Abkommen bedeutet, man kann von Land zu Land fahren und muss nicht irgendwie immer den Pass vorzeigen. Sehr gut. Ja, genau. Am 14. Juni. Ja, 14. Juni. Heute gratulieren wir allen Müttern zum Muttertag. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, was, Muttertag an einem festgesetzten Tag? Der ist doch immer sonntags, also variiert doch immer der Tag eigentlich, ne? Ja. Weil ich das wohl weiß. Was, das weiß dann deine Mama? Nee. Weil wir von deiner Mama gesprochen haben. Von meiner Mama die gesprochen kennt haben. Dich, ja. Ja, genau. Heute ist Muttertag in Afghanistan. Mensch. Mensch. Ja, unsere afghanischen Fans, die können jetzt mal schön Muttertag feiern. Genau. Ja. Ja, und am 14. Juni 1923 wurde das Ehescheidungsgesetz in England geändert. Bis dahin musste man als Frau nachweisen, dass man misshandelt worden ist, dann konnte man sich scheiden lassen. Ab dem 14. Juni 1923 konnte man auch einfach nur Ehebruch nachweisen und dann konnte man sich auch scheiden lassen. Okay, verstehst aber du? Einfach, weil man keinen Bock mehr aufeinander hatte, das ging dann trotzdem noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich. Gute Frage. Gute Frage. Können die Engländer das überhaupt? Was denn, sich scheiden lassen? Einfach so zum Spaß, ja? Einfach so zum Spaß scheiden lassen, weil man sich auseinandergelebt hat? Bestimmt. Sind Engländer unter euch, die das hier sehen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Wie ist es in England? Kann man sich einfach scheiden lassen oder muss man irgendwie erstmal seinem Partner Ehebruch nachweisen? Oder muss man seinem Partner erstmal eine 10er-Karte im Puff schenken? Ja. Und dann sagen, hast selbst gekauft. Selbst gekauft. Ja. Und reicht dann die 10er-Karte an sich schon? Oder muss er die 10er-Karte auch eingelöst haben? Die muss er voll gemacht haben. Dass sie voll gemacht? Mit was? Kommt auf den Fetisch an. Mit was voll gemacht? Ja. Bilder in meinem Kopf. Ja. Ja, das war's schon. Der 14. Juni. Morgen sehen wir uns wieder am 15. Juni. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüss.